Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich bin gerne gekommen, dass Sie auch noch hier eine 50 haben. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist ja ein schönes Jubiläum und ist vielleicht ein guter Moment, einen Blick nach vorne zu werfen, sich zu fragen, wohin bewegt sich die Welt? Nun, ich tue das aus zwei Blickwinkeln. Der eine Blickwinkel ist der Blickwinkel des Club of Rome, der sich mit dem Thema nun seit mehr als 40 Jahren beschäftigt. Der andere Blickwinkel ist der eines Mathematikers oder Informatikers, der sich mit dem Einfluss der Informationstechnik beschäftigt. Nun, der Einfluss der Informationstechnik ist Ihnen allen bekannt und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere von Ihnen hat vor kurzem den Film The Imitation Game gesehen. Das ist der Film über Turing. Und Turing ist einer der wesentlichen Denker und Erfinder auf dem Weg zur modernen IT. Er war im Zweiten Weltkrieg wesentlich involviert in die Dechiffrierung der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma. Und er hat in diesem Prozess Wesentliches verstanden und das übersetzt sich mathematisch in die sogenannte Turing-Maschine. Die Turing-Maschine ist der abstrakte Rechner und das ist der Rechner, der im Prinzip schon alles kann, was unsere Rechner irgendwann zumindest in Teilen können werden. Das heißt, für einen abstrakten Mathematiker passiert im Moment eigentlich bei Rechnern nichts, weil das sind alles nur schlechte Inkarnationen einer Turing-Maschine. Auf der anderen Seite macht es lebenspraktisch schon einen Unterschied, ob wir einen Großrechner für 100 Millionen Dollar brauchen, damit wir die Apollo-Mission rechnen können, oder ob wir mittlerweile einen Chip für 5 Euro haben, der 1000-mal so viele Operationen rechnen kann, wie der Großrechner, der 100 Millionen kostet. Und den Chip haben Sie jetzt alle in Ihrem Mobile oder in Ihrem iPhone. Also man kann auch so sagen, es gibt das iPhone nur, weil es diesen Chip gibt. Wegen diesem Chip, der nur 5 Euro kostet, laufen Sie jetzt alle mit 1000-mal Apollo-Missionen rum. Ich will Sie nicht fragen, welche Banalitäten Sie damit betreiben. Ja? Das ist natürlich klar, warum Sie die Banalitäten damit betreiben, weil das Leben ist im Wesentlichen unendlich banal. Und Sie können das Banale bedienen, wenn es im Wesentlichen nichts kostet. Wenn es richtig viel kostet, können Sie nur Apollo-Missionen machen. Gut, was ist passiert? Das, was passiert ist, nennt man in der Informatik das Moore'sche Gesetz. Dieses Gesetz bedeutet, dass wir alle 2 Jahre eine Verdopplung in dem Preis-Leistungs-Verhältnis elementarer arithmetischer Operationen haben. Wir haben 10 Verdopplungen in 20 Jahren, ist ein Faktor 1000. Bedeutet, dass wir die letzten 60 Jahre 1000 mal 1000 mal 1000 verbessert haben, das ist 1 Milliarde. Wir haben also jetzt im Grunde genommen den Preis der elementaren Rechneroperation um den Faktor 1 Milliarde verbessert und drum können wir jetzt alles Mögliche tun, was wir tun. Und was wir insbesondere tun, ist die Globalisierung. Und die Globalisierung in der heutigen Form kann man nur durchführen, wenn man über diese mächtigen Werkzeuge der Informationstechnik verfügt. Das heißt, in einem gewissen Sinne wächst die Menschheit jetzt zusammen. Wir sprechen abstrakt schon von dem Lebewesen Menschheit. Dann ist die Menschheit ein Superorganismus. Die Menschheit ist ein System. Und dieses eine System hat jetzt ein technisches Nervennetz, nämlich das Intranet. Internet, technisches Nervennetz. Und entwickelt ganz, ganz viele technische Sensorik- und Aktorik-Komponenten und natürlich massive Intelligenzverstärker. Das heißt, in einem gewissen Sinne auch fast unvermeidbar, wird diese Technik immer intelligenter.
Nun ist das ein schwieriges Thema, weil ja viele Leute glauben, sie seien intelligent und der Rest nicht. Ja? Für einen, der sich ernsthafter damit beschäftigt, ist eher erschütternd, wie wenig unser Gehirn hinkriegt und wie groß die Alltagsdefizite im Denken sind. Und dagegen ist dann schon eine schlechte Maschine häufig beeindruckend. Das merken Sie spätestens, wenn Sie ein Navigationssystem benutzen. Und das merken Sie, wenn Sie versuchen, gegen einen Computer in Schach zu gewinnen. Das können Sie vergessen. Und mittlerweile wissen Sie vielleicht auch, dass IBM mit Watson in dem sehr anspruchsvollen Quiz Jeopardy gewonnen hat. Und das ist ein US-Quiz, bei dem man auf die Antwort die Frage finden muss. Das heißt, wir haben Maschinen, die mittlerweile richtig gut sind. Und im Besonderen im Bereich der medizinischen Bildverarbeitung gibt es jetzt die Ambition, dass ein Computersystem in den nächsten Jahren den schriftlichen Teil der Doktorprüfung ablegt. Also die Idee ist, wir haben dann ein promoviertes Softwaresystem. Wir haben auch mittlerweile in den USA den ersten Vorstand, in dem ein Computersystem die formale Rolle eines Vorstandsmitglieds übernimmt und alle Rechte hat, die ein Vorstandsmitglied hat. Gut, das ist insofern von Bedeutung, als am Horizont jetzt ein Phänomen auftaucht, was wir früher so nicht hatten, nämlich die Gefahr, dass der Mensch ernsthaft an vielen Stellen nicht mehr gebraucht wird. Wir sind ja bisher gewohnt, dass wir über Innovation in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze verlieren, aber woanders Arbeitsplätze schaffen. Wir sind die Landwirtschaft losgeworden, die Leute gingen in die Industrie. Wir sind den Industriearbeiter im Wesentlichen losgeworden, die Leute gingen ins Office. Wir sind im Office viele losgeworden, die Leute wurden alle intellektuelle Wissensverarbeiter. Zum Schluss muss jeder Professor werden, dann sind alle Professor und alle machen Wissensverarbeitung. Aber die Frage ist, wo sollen sie dann noch hin? Also anders ausgedrückt, bisher war es immer so, wir hatten immer mächtigere Maschinen, aber nach wie vor war der Mensch der Einzige, der diese Maschinen sinnvoll in eine Wertschöpfung koordinieren konnte. Und wir mussten im Grunde genommen die Qualität dessen, was der Mensch kann, dauernd erhöhen, damit der Mensch in der Wechselwirkung mit dieser immer tolleren Maschine noch tollere Sachen machen konnte. Und es ging nur mit dem Menschen, sodass wir immer mehr Wertschöpfung über den Menschen hatten in der Kombination mit der Maschine. Aber wenn man den Menschen brauchte, wurde er auskömmlich und tendenziell besser bezahlt, insbesondere wenn er qualifiziert war. Das ist so das Bild der Vergangenheit. Und man nennt das the race between Technology and Education. Dahinter steckt natürlich mit Education die Illusion, man könnte uns zu allem educaten. Ja? Natürlich ist der entscheidende Punkt, dass ab irgendeinem Punkt man uns nicht mehr weiter ausbilden kann und dass wir insbesondere jetzt längst an der Stelle sind, wo man einen Großteil von uns nicht mehr dahin ausbilden kann, wo wir sie eigentlich brauchen würden. Das heißt, wir laufen eigentlich jetzt schon gegen genetische Engpässe und diese Engpässe werden in absehbarer Zeit noch offensichtlicher werden. Das heißt, das Problem ist im Prinzip nicht dadurch zu lösen, dass wir den Menschen immer noch besser ausbilden. Wir haben möglicherweise eine Option, wenn es uns gelingt, den Menschen direkt mit der Maschine zu koppeln. Dann haben wir sozusagen ein direktes physikalisches Enhancement, wenn man so will. Ja? Also wir haben ja auch ernsthafte Chancen, dass wir zu Prothesen kommen werden, die vielleicht mit dem Nervennetz gekoppelt werden können. Das wäre also für Leute, die querschnittsgelähmt sind oder denen Körperteile fehlen, natürlich spektakulär. Wenn das wirklich gelingt, könnten wir auch in Richtung Ersatzteillager, wobei man überlegen muss, ob das Ersatzteillager biologisch oder technisch sein soll. Sie wissen, wir haben jetzt einen Läufer in Südafrika, der ging jetzt wegen einem anderen Thema durch die Schlagzeilen, aber der lief mit seinen Prothesen schneller als ein Mensch mit normalen Beinen. Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Also potenziell könnten wir ja Prothesen haben, die besser sind als das Original, sodass wir mit den richtigen Prothesen richtig super werden.
Es könnte ja sein, dass wir mit der richtigen technischen Unterstützung ein dürftiges Gehirn in eine richtige leistungsfähige Maschine verwandeln. Das ist alles denkbar. Aber es sind eben auch ganz andere Sachen denkbar. Und das ist das Thema, wohin bewegt sich die Menschheit im Kontext der Globalisierung, wo wir diese IT-Seite haben, aber dann haben wir ja noch eine ganz andere Seite. Die andere Seite ist, wir haben den Menschen in seiner ganzen Banalität, aber auch in seinen Nöten. Und das bedeutet zum Beispiel Milliarden von Menschen, die richtig arm sind, aber die natürlich einen legitimen Anspruch darauf haben, dass sie in Richtung Wohlstand kommen. Also steht die Welt vor der Herausforderung, nicht abweisbare Ansprüche von Milliarden Menschen auf Partizipation. Natürlich gab es diese Ansprüche nicht artikuliert auch früher. Nur war das früher so, dass die Armen am Globus nicht wussten, wie es woanders war, und sie außerdem keine Macht hatten, durchzusetzen, dass man sich ihrer Interessen annimmt. Das Neue ist heute, dass die IT und die weltweite Kommunikation natürlich zur Folge hat, dass wir in China, Brasilien, in Indien hunderte Millionen junge Leute haben, die klare Vorstellungen haben, was geht, und die für sich eigentlich beanspruchen, dass sie die Perspektive haben, die für Menschen in den OECD-Staaten selbstverständlich ist. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Länder wie China oder Indien oder Brasilien in der Globalisierung in der Lage waren, ihr Gewicht und insbesondere das Gewicht ihrer vielen Menschen ökonomisch wirksam werden zu lassen. Einerseits gab es viel auszulagern und dadurch entstand viel, was sonst nicht entstanden wäre. Also zum Beispiel der Ausbau Chinas oder Indiens in der IT. Aber die andere Sache ist eben auch, dass in der globalisierten Ökonomie natürlich irgendwann die Marktkonditionen dazu führen, dass man die Preisdifferenzen am Arbeitsmarkt über große Distanz ausnutzen wird. Das liegt sozusagen in der Natur der Marktwirtschaft. Und dadurch kriegen Millionen und Millionen Leute eine Chance, in Indien und in China in die Weltökonomie hineinzukommen. Und damit steigt das Gewicht dieser Staaten. Diese Staaten bauen einen Mittelstand aus. Der Mittelstand ist als Markt interessant. Die Firmen müssen überlegen, kommen wir noch in diesen Markt rein? Also können sie zu bestimmten Dingen gedrängt werden? Das machen diese Länder sehr geschickt. Das heißt, die Länder mit den vielen Menschen sind mittlerweile ein großer weltpolitischer Faktor. Und in der Summe von all diesen Prozessen läuft eben das ab, was wir heute in der Globalisierung erleben. Man kann das so deuten, eine Menschheit, die in der Anzahl der Menschen explodiert, bildet einen globalen Mittelstand aus und sie wird sich gleichzeitig bewusst, dass sie in der Summe all ihrer Aktivitäten ernsthafte Umwelt- und Ressourcenprobleme erzeugt. Und das Kernproblem da ist das Klimathema. Und indirekt hinter dem Klimathema steckt das Energiethema. Und jetzt ist die Frage, kann dieses 10-Milliarden-System seine Probleme lösen? Nun, wenn man darüber nachdenkt, muss man sich im Klaren darüber sein, das ist wie eine Operation am lebenden Körper. Denn während wir überlegen, ob wir und wie wir das System umbauen, muss ja dieses System funktionieren. Wenn dieses System irgendwann nicht mehr funktioniert, verhungern sofort mehrere Milliarden Menschen. Und wenn ich sage, dieses System muss funktionieren, dann muss die gesamte Logistik, die gesamte Infrastruktur, all die Häfen, all die Flughäfen, alles muss funktionieren. Wenn man überlegt, was heißt das ökonomisch, es gibt eine Schätzung des Wertes aller Assets auf diesem Globus und der Wert aller Assets aufaddiert liegt bei ungefähr 350.000 Milliarden Dollar. Und wir müssen also im Grunde genommen ein Asset-System von 350.000 Milliarden Dollar am Leben halten. Und dieses System ist im Wesentlichen natürlich ein auf Kredit basiertes System, das heißt, das muss alleine schon deshalb laufen, um die Zinsen zurückzuzahlen. Sonst kollabiert das System sofort. Ja. Die Hälfte davon sind nebenbei gesagt Immobilien,
Und die Immobilien sind, wenn man so will, der Rückversicherungskern des Weltfinanzsystems. Und der muss unter allen Umständen stabil gehalten werden. Und alle Operationen, die wir machen, dürfen diese Stabilität nicht gefährden. Nun, die Sache verschärft sich, wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte dieser Assets von 1% der Menschheit als Eigentümer kontrolliert werden. Der ein oder andere von Ihnen wird das Buch von Piketty, Capital in the 21st Century, verfolgt haben. Die Thematik, das 1% und die 99%. Viele Leute wollen nicht so gerne, dass man darüber redet. Aber es ist ganz wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Art, wie unser System im Moment funktioniert, so ist, dass sie Assets hochkonzentriert bei ganz, ganz wenigen Menschen konzentriert sind und dass die ein natürliches Interesse am Erhalt ihres Eigentums haben, ist ja kein Thema, aber die haben natürlich auch einen weit überproportionalen politischen Einfluss in der Verteidigung ihrer Interessen. Und die Frage ist, wie man die Interessen der 99% mit dem 1% irgendwie vernünftig in der Balance hält. Nun, die Balance wird bis heute sehr weitgehend hergestellt über den Arbeitsmarkt. Das heißt, für Menschen, die nicht aus einer Familie mit Vermögen kommen und die sich nicht einen Liebes- oder Ehepartner kapern, der aus einer solchen Familie kommt, für die ist im Wesentlichen, wenn sie nicht in einem Pyramidenspiel durch Zufall oben sind, ja, also Deutschland sucht den Superstar oder wer wird Fußballweltmeister, ja, aber wenn wir mal die Pyramidenspiele wegtun, die betreffen eh nur Promille von Promille, erfolgreiche Pyramidenspiele, Promille von Promille, dann ist die Schiene, entweder sie haben Eigentum oder sie kriegen eine Beziehung dahin, wunderbar, dann sind ihre Probleme an der Stelle gelöst, da sind sie aber bei dem 1%. Und bei den 99% läuft im Moment die Differenzierung im Wesentlichen über die Qualität der Ausbildung und dessen, was man kann. Und es ist letzten Endes beruflicher Erfolg in der Folge gewisser Dinge, die man kann, die meistens mit intellektuellen und anderen Qualitäten zusammenhängen. So, entlang dieser Schiene läuft heute die Finanzierung der Mitte. Und die wesentliche Frage ist, wenn man in die Zukunft schaut, kriegen wir eine Welt in Balance, die eine Welt ist, auf die das Wort Nachhaltigkeit zutrifft? Und das muss eine Welt sein, die einen großen internationalen Mittelstand ausprägt? Oder gelingt das nicht? Das Interessante ist, wir haben so eine Debatte in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klima, wie jetzt bei dem G7-Gipfel in Elmau, bei der letzten Endes der Grundtenor der Debatte immer der ist, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Die Leute sagen, ah, wir haben das so viele Jahre verloren, jetzt müssen wir uns aber ganz besonders anstrengen. Ja? Aber Sie merken schon, wir müssen uns jetzt besonders anstrengen, dass der Mindset ist, wir kriegen das schon hin. Also meine Heimatstadt ist Aachen. Wenn ich jetzt Kölsch könnte, würde ich Ihnen sagen, was der Kölner auf Kölsch sagt. Ich sage es jetzt auf Deutsch. Also der sagt, es ist schon immer gut gegangen. Ja? Also sozusagen die Vorstellung, es ist schon immer gut gegangen. Bitte? Hätte schon immer gut gegangen. Ja, so gut. Also, ja, das ist nicht notwendigerweise so. Und ich könnte jetzt den 30-jährigen Krieg zitieren, um aufzuzeigen, dass es nicht immer gut geht. Der 30-jährige Krieg ist aber auch ein gutes Beispiel, um zu verstehen, dass wenn es nicht gut geht, es trotzdem nicht das Ende ist. Nicht? Am Ende des 30-jährigen Kriegs war ein Drittel der Deutschen tot, aber es war ja nicht das Ende. War immer noch zwei Drittel da. Und da ja noch nie so viel da waren, wie jetzt da sind, ist selbst wenn ein Drittel von denen da ist, die dann jetzt in Kürze da sein werden, dann sind das mehr als im Jahr 1900 da war. Also mit anderen Worten, ist eigentlich auch kein so ein Problem, wenn ganz viele nicht mehr da sind. Insbesondere, wenn man sich länger damit beschäftigt, merkt man auch, es ist eigentlich für den, der nicht mehr da ist, gar kein Problem, dass er nicht mehr da ist. Es ist eher ein Problem für den einen oder anderen, der noch da ist. Es gibt aber auch unter denen, die noch da sind, der ein oder andere, der sehr profitiert, wenn einer nicht mehr da ist. Und in dem Sinne möchte ich nur andeuten, dass wenn es nicht in Richtung Nachhaltigkeit und nicht in Richtung Balance läuft,
dann heißt das absolut nicht, dass Schluss wäre. Es heißt auch nicht, dass für alle schlecht ist. Ja? Es heißt nur, dass wenn wir eine Entwicklung bekommen, die keine Balance ist, dann kriegen wir eine Welt, die ist ganz stark vom Zweiklasse-Typ. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, auf die man sich ernsthaft als Möglichkeit einstellen sollte. Denn unsere Probleme zu lösen, indem die meisten, die heute Mittelstand sind, arm werden, ist viel einfacher, als alle, die arm sind, zum Mittelstand zu machen. Das liegt einfach daran, dass es viel, viel mehr Arme gibt und es kommen ja noch 3 Milliarden die nächsten 40 Jahre dazu, die alle auf die Mitte zu heben. Das kostet unendliche Investitionen und Ressourcen. Dagegen in den OECD-Staaten 1 Milliarde Leute massiv zu verarmen, das ist vergleichsweise einfach und nebenbei gesagt, bedarf keiner besonderen Innovationen. Und wenn Sie mal ein bisschen darüber nachdenken, wenn Sie genügend viele, genügend schnell arm kriegen, dann haben Sie auch keine energetischen Probleme mehr. Dann haben Sie auch keine Klimaprobleme mehr. Und Sie glauben gar nicht, wie gut sich unsere öffentlichen Haushalte entschulden, wenn wir so im Schnitt 3 Jahre früher sterben. Nun ist ja so, wir leben ja sowieso so viel länger als früher, dass wenn wir 3 Jahre früher sterben, als wir jetzt sterben werden, dann leben wir trotzdem so viel länger als früher, dass wir immer noch meinen, es wäre viel länger und kommen gar nicht drauf, dass früher ist. Ja, also auch unter diesem Aspekt ist es eigentlich relativ unkompliziert. Man kann sich natürlich fragen, wie macht man das? Und da empfehle ich einfach einen Blick nach Griechenland. Also es ist gar nicht so schwer, ein Volk zu verarmen, im Besonderen, wenn man die Instrumente des internationalen Finanzsystems gut nutzt. Und in der Digitalisierung gibt es ja potenziell sogar das Instrument des nur noch digitalen Geldes. Also ich fand die Diskussion in den letzten Wochen einerseits interessant und andererseits gespenstig. Und ich habe nicht verstanden, dass wir nicht einen öffentlichen Aufschrei hatten, als Leute kamen und haben gesagt, wir schaffen das Bargeld ab. Und dann absurde Begründung, warum wollen Sie das Bargeld abschaffen? Ja, wir haben ja negative Zinsen. Wir wollen aber die Instrumente der EZB noch erweitern, damit die noch mehr negative Zinsen machen können, was ich unter Umständen ganz okay finde. Aber damit wir das machen können, soll der Mensch kein Bargeld haben, damit er sein Geld nicht unter seinem Plümeau verstecken kann, sondern weil es digital ist, muss er es den negativen Zinsen aussetzen. Und damit er es negativen Zinsen aussetzt, schaffen wir das Bargeld ab. Und kein Mensch empört sich, dass das das Ende der Freiheit ist. Also wir müssen natürlich um Bargeld kämpfen, wegen der Möglichkeit der Anonymität, der Privatheit und der Freiheit und nicht dieses im Grunde genommen vollkommen irrelevante Nebenthema der möglicherweise kleinen positiven oder negativen Zinsen. Aber man kann an der Stelle auch schon gut erkennen, wie weit man uns manipulieren kann. Dass ein solcher Anschlag auf die Freiheit offenbar überhaupt keine Reaktion hervorruft, ist für mich ein sehr bedrohliches Zeichen. Also, man kann uns auch verarmen bei Bargeld. Das ist alles nicht schwierig. Und es ist eine sehr realistische Perspektive, dass wir uns auf eine Zukunft zubewegen, die man die Brasilianisierung der Welt nennt. Die Brasilianisierung der Welt ist eine Welt, die im Wesentlichen eine Zweiklassengesellschaft ist. Und dann sieht eben die ganze Welt aus wie Brasilien. Und das Interessante ist, das löst die Gerechtigkeitsprobleme genauso wie eine Welt in Balance. Denn wir reden ja immer über arme Länder, reiche Länder. Und das Ungerechte ist, dass es reiche Länder gibt und die anderen sind arm. Und deshalb müssen wir irgendwie gucken, dass die armen Länder reich werden und dann ist die Gerechtigkeit hergestellt. Nun, auch die armen Länder haben ja sehr reiche und ganz viel Arme. Und das ist eigentlich das häufigste Muster auf dem Globus, weil Mittelstand, wie bei uns in Europa, ist eher selten. Wenn wir es jetzt hinkriegen, dass in jedem Land wenige Reiche und ganz viele Arme sind, dann haben wir überhaupt überall am Globus dieselben Verhältnisse. Es gibt gar kein Gerechtigkeitsproblem mehr, weil es gibt dann keine armen und reichen Länder, sondern alle Länder sind so, dass sie ein paar Reiche haben und viele Arme. Und das ist überall dasselbe und das ist dann auch gerecht. Und Sie merken, dass es viel einfacher ist, die Gerechtigkeit über die Brasilianisierung herzustellen, als die Gerechtigkeit herzustellen über das, worauf wir eigentlich alle hoffen, nämlich eine reiche Welt in Balance, die die Menschenrechte für alle erfüllt.
Nun, diese schwierige Frage, die steht natürlich hinter den Verhandlungen, die jetzt in Paris kommen werden über ein Weltklimaregime. Aber das ist auch das eigentliche Thema, wenn man über die Ausgestaltung des Weltfinanzsystems redet. Es gibt jetzt in der Terminologie einen Fortschritt. Nach der Finanzkrise glaubt keiner mehr, die Lösung aller Probleme sei der freie Markt. Es glaubt auch keiner mehr, der Finanzmarkt sei das Gehirn der Menschheit. Also so komische Gedanken, die kann man heute nicht mehr ernsthaft vertreten. Wir brauchen, das wissen wir heute, eine Green and Inclusive Global Economy. Also sie muss die Umwelt beachten, sie muss für die Menschen inklusiv sein. Dann ist es eine sehr vernünftige Struktur und mit den richtigen Innovationen ist das durchaus alles zu machen. Aber die Kernfrage ist die Frage, wie gehen wir um mit der Kontrolle dieser Prozesse über eine Eigentumsstruktur, wo bei 1% die Hälfte der Assets sitzt. Oder anders ausgedrückt, wenn die Prozesse, die jetzt laufen, Prozesse sind, bei denen ein größerer Teil des intellektuell finanzierten Mittelstandes seine Jobs verliert und die gesellschaftliche Lösung ist Hartz IV und der Mehrwert landet bei dem Eigentum, dann kriegen wir eine Verschärfung der Eigentumssituation, eine Verschärfung der politischen Kontrolle durch das Eigentum und dann kriegen wir eben die Zweiklassengesellschaft. Oder werden wir dann irgendwann zum Beispiel die Roboter besteuern? Werden wir irgendwann die IT-Systeme besteuern, die Journalisten ersetzen? Werden wir irgendwann die IT-Systeme ersetzen, die Marktforscher ersetzen? Werden wir die IT-Systeme besteuern, die Professoren ersetzen? Und werden wir diese Steuern so einsetzen, dass wir einen gut funktionierenden Mittelstand haben, der vergleichsweise wenig arbeitet? Also das ist sozusagen für mich die positive Perspektive in einem insgesamt nicht so positiven Bild. Ich habe mir ziemliche Angst, dass die Brasilianisierung kommt. Und wenn die Leute mich fragen, Herr Rademacher, was sollen wir machen, wenn die Brasilianisierung kommt, dann sage ich immer, es ist ganz einfach, gucken Sie, dass Sie bei dem 1% sind. Das ist eine relativ einfache Strategie. Wer natürlich an diesem Kongress teilnimmt und war da draußen auf der Promenade in der Sonne, der weiß, dass man ja auch anders leben könnte. Es gibt ja nirgendwo inhärent einen Zwang, dass man ständig mit irgendwelchen Wertschöpfungen bei Arbeit beschäftigt ist. Also ich sage mal, wenn man mich ausreichend finanzieren würde dafür, dass ich da sitze und denke, wie schön die Welt ist, bin ich voll zufrieden. Wir müssen dann nur den Zugriff auf dieses mechanisierte, automatisierte, künstliche Intelligenzsystem behalten. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir eine Perspektive und sonst nicht. So, ich ende da mit einem Bild. Ich habe ja auch nur noch eine Minute, deshalb ende ich mit einem persönlichen Bild. Das ist sozusagen nochmal die Abgrenzung des Lebens gegen den Marktfundamentalisten. Ich habe so öfter Gelegenheit, sitze beim Italiener, gucke dann so, sehe ich so die jungen Pärchen, da sitzen die da. Die gucken sich in die Augen, die trinken Prosecco. Die haben einen netten Gang und noch einen Gang, dann haben sie Dulci, dann haben sie Limoncello, oder sitzen die und kommt Cappuccino, sind schon 3 Stunden rum, ich sitze da, gucke immer noch fasziniert. Was machen die da die ganze Zeit? Für einen Marktfundamentalisten ist diese Szene der reinste Horror. Weil der wird sagen, das ist die permanente Zerstörung von Wertschöpfungspotenzialen. Ja, die könnten in dieser Zeit halbe Stunde das Zeug runter und dann Wertschöpfung, ja? Ja, und das ist der Markt. Wir sind Wertschöpfungsvollstrecker, Bruttoinlandsproduktvollstrecker. Und was machen diese Leute? Absolut banale Tätigkeiten, vollkommen sinnlos, ja, wo die sich mit beschäftigen. Das müssen wir eliminieren. Gut, ich habe Ihnen beschrieben, es könnte eine Zukunft geben, wo das unsere Hauptbeschäftigung ist. Ich könnte dem durchaus etwas abgewinnen. Also insbesondere als Alternative zu einer Welt-Zweiklassengesellschaft erscheint mir das geradezu berauschend. Und ja, ich hoffe, dass wir es irgendwie zusammen hinkriegen. Vielen Dank.